Hallöchen, Freunde, willkommen zu einer weiteren Reaktion von mir. Heute mal wieder auf den lieben Palkin Bokoblin, der mal wieder ein Video über mich gemacht hat. Und zwar: Strolli wird betrogen. Das ist das Thumbnail. Ich habe es mir eigentlich noch nicht ganz angeguckt, die ersten paar Sekunden. Ich weiß nicht, warum das hier steht, dass ich mir das schon ganz angeguckt habe, aber wir gucken einfach mal. So. Mein Best-of zu den ersten zwei Videos zu Let's Play Mario Kart 8 Betrug. Es heißt Mario Kart 8, der Lachs. Der Lachs. Videos stammen von Strolli. Okay, wir gucken uns das jetzt mal an. Warnung, es wird empfohlen, die Lautstärke leiser zu drehen. Dankt mir später. Okay, nee, das ist laut genug. Hallöchen, Freunde, willkommen nach langer Zeit mal wieder zu einer weiteren Folge von Mario Kart 8 Betrug. Sprachen lernen, Bubble. Mario Kart 8 Lachs meine ich natürlich. Was auch sonst? Kann ich Qualität zufällig höher stellen? Nee. Gefühlt 10 Minuten später, was sind das denn schon wieder? Ist das Hitler? Tatsächlich sehen die fast sogar vernünftig aus. Roman haben sogar auch vernünftige Namen. Sind wir eigentlich jetzt voll? Moment, 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 Moment. Man hat dann nicht mal. Was war das denn? Ich hab da irgendwie. War kein LOL. Ich hab gerade schon TikTok-Joe gelesen. Wenn da jemand von TikTok wäre, das wäre mein Erzfeind jetzt schon gewesen. Wieder ganz allein mit dem Arzt. Okay. Haben sogar auch vernünftige Namen. Warte mal, ist der Franzose nicht mehr da? Das ist ein ganz normaler Name, verdammt. Der Boss. Er hält's auch nicht mehr aus. Das sind nur wieder Irre. Ja, ein paar Münzen kann ich einsammeln. Siebter. Natürlich hab ich die auch über den Rasen. Wird noch Achter am besten. Rookadabra. Nein, nein! Das endet nicht gut für mich heute. Es hat noch nie gut für mich geendet. Was? Das waren die ersten zwei Folgen Mario Kart 8 Betrug, ja? Da habe ich das noch nicht geahnt, was alles auf mich zukommt. Es ist noch nie gut geendet. Einmal vielleicht. Das zeige ich an. Betrug. Ich, das ist nicht dein Ernst. Ey, ich kann den Dieter Bohlen langsam nicht mehr sehen, ne? Den sieht man überall. Letztens auch irgendwie, das war eine ganz komische Werbung, glaube ich. Sagt, er hat ja eine Uhr in der Hand und sagt so: Die Uhr tickt, tick-tack, tick-tack. Das alle 2 Minuten irgendwie. Ihr seht, ich mach die Augen zum Gewehr. Diesen aus. Was ist denn los? Zuerst Rosalina, dann Rosa Goldpeach und jetzt dann, nee, okay, wir brauchen irgendwas anderes. La 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 la. Ja, Moment mal, Moment mal. Ich hab eindeutig die Musik rausgehört. Das war das. Das war die Stelle, wo ich den Coffin Dance reingeschnitten hab. Was ist das denn? Packt er. Ja, nee, ist klar. Nee, ist klar. Das gibt eine Anzeige. Es ist auch fantastisch, dass ich in nahezu jeder Folge meine Facecam immer direkt über die Rundenanzahl gepackt habe.
nicht letzter. Bei 200 CCM. Ah, schön, wir sind 12. Ich bin wieder letzter. Ich war nur letzter. Nehmen Sie mich bitte ernst. Ich sehe aus wie eine seriöse Person. Ein seriöser Fahrer bin ich. Mit dem U-Boot. Mit Maske auf dem Kopf. Ich fahr gleich im Kreis. Ich fahr gleich mit dem U-Boot nach Hause. Okay, tschüss. Das war's. Okay. Da kommt noch was. Danke fürs Schauen. Kanal voll Ja, auf jeden Fall wieder super Video. Hätte ich tatsächlich nicht erwartet, dass das wirklich so gut wird. Moment mal, wir gucken nochmal, ob er wirklich in der Beschreibung... Ach, guck mal. Und er erkennt sogar. Und Greenstone. Aha. Sag mal, für wunderschöne Kommentare. Vom Agent natürlich. Ich hoffe, die Reaktion von Scholli kommt heute noch. Achso, das habe ich gestern gesehen, genau. Aber ganz ehrlich, ich habe das Video um 1 oder 2 Uhr nachts habe ich gesehen, dass das Video online ist. Und dachte ich mir, ich konnte es nicht mehr aufnehmen. Deshalb mache ich es jetzt. Warum bin ich in der Beschreibung? Das weiß ich auch nicht. Ist sehr gut geworden, hätte ich nicht gedacht. Ja, ich tatsächlich auch nicht. Ich würde sagen, ich freue mich auf weitere Videos, falls noch weitere Videos kommen. Das waren nur die ersten 2 Folgen jetzt. Und es hat sich schon angefühlt, wie das komplette Projekt. Eigentlich, das Video beschreibt eigentlich das komplette Projekt. Ich glaube, mehr muss man da gar nicht mehr reinschneiden. Auf jeden Fall wieder super Arbeit. Mega Mühe wieder gemacht, Bockblin. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Schaut doch gerne bei ihm vorbei. Das Video ist natürlich wieder in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst doch bei ihm gerne ein Abo da. Und ansonsten nicht bei BlueX2. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis noch rein. Mm. Mm.